Hallo Leute, ich will Ihnen heute etwas zeigen, was passieren kann, wenn man nicht voll konzentriert ist auf das, was man macht. Ich zeige Ihnen sofort. Gut Leute, es war Ende 2015, Dezember 2015 und hier sehen Sie Chart von Mini S&P 500 und DAX Future. Was war los? Es war los, dass es war wirklich die Ende, alles war ruhig, aber ich war immer noch an Arbeit. Und hier sieht man Mini S&P am 30. Dezember. Hier ist ein kleiner Abwärtstag und so auch auf den DAX. Aber dann, was wichtig ist, dass Mini S&P war am 31. Dezember offen, hat gearbeitet, DAX aber nicht, Eurex war zu. Ich war zu faul, das zu kontrollieren und wann am 31. ich gesehen habe, dass es sich nicht bewegt auf dem DAX, war ich immer noch zu faul, etwas zu tun, eventuell auf dem Mini S&P. Warum? Weil ich long war mit 3 Futures-Kontrakte auf dem DAX. 3 Kontrakte, overnight, over weekend, over year. Also, es war eine Situation, wo ich angefangen habe zu denken, oh, es gibt ein Long on Holiday Setup, das werden wir in anderes Video vielleicht besprechen. Ich werde vielleicht Geld verdienen. Und zuletzt war ich zu faul, eine Entscheidung zu treffen. Und Sie sehen hier am 4. Januar, was passiert ist. Mein Long Trade war nicht genau im Plus. Es war eine wurde nicht sagen eine Katastrophe, aber etwas Ähnliches, damit man ein neues Jahr damit starten will. Also nichts wirklich Nettes als Neujahrgruß von den Märkten. Aber weil ich zu faul war, ich kann Ihnen auch genau zeigen, was im Detail passiert ist, was bei meinem Broker, ich arbeite mit Interactive Brokers, das ist das Activity Statement von Interactive Brokers vom 4. Januar 2016. Und Sie sehen, meine Positionen waren 3 DAX, war ich long über Nacht und dann Ende des Tages 0. Die wurden ausgestoppt natürlich, weil es noch weiter rund nach unten gerutscht ist. Ergebnis, fast 32.000 Euro im Minus. Also das ist auch für mich nicht so wenig in einem Tag und in einer Operation. Es gab andere Verluste am Tag für ein Total von minus 44.000 Euro. Also als neues Jahr ist sicher nicht kein guter Start, aber von diesen 32.000 sind nur meine Schuld, weil ich zu faul und zu doof war. Monatlich und Jahresergebnis, okay, die sind ja dasselbe, das war nur ein Tag am Moment in 2016. 44.000 Euro im Minus, um zu starten. Es hat 3 Wochen gedauert, bis ich das Geld zurückgab. Also 3 Wochen war ich im Minus und sowieso psychologisch im Minus, weil so ein Start im neues Jahr ist sicher nicht schön. Das sollte ich berücksichtigen. Ich sollte ein bisschen mehr investigieren. So Leute, Sie haben gesehen, wie teuer es sein kann, wenn man zu faul ist oder nicht konzentriert auf was man macht, wenn man denkt, ja, das passiert doch nicht und so weiter. Nein, die Sachen passieren. Es war ein starker Start des Jahres. Es hat ungefähr 3 Wochen gedauert, bis ich das Jahr wieder im Plus sehen konnte. Aber psychologisch war es natürlich ein bisschen schwer, weil wenn man weiß, dass sowas passiert ist, weil man einfach doof war, dann ist es nicht so gemütlich weiterzuarbeiten. Ich habe es trotzdem geschafft. Aber bitte passt immer auf, diese Sachen können passieren und was man denkt, das nicht passiert, passiert immer. Also, ich hoffe, es hat geholfen. Wenn ja, wenn Sie das interessant gefunden hatten, bitte abonnieren Sie zum Kanal, schreiben Sie auch Kommentare, kommentieren Sie das Video, Fragen, alles, was Sie meinen. Ich bin da, zu antworten. Ciao aus Italien, ciao von Andrea Ungar.